Enkel sagt zum Ei, komm zur Speisesegnung, ich bin dabei. Ein bisschen Segen zum Essen und Trinken, dann schmeckt gleich besser jeder Schinken. Der Schreiter Krähen tut mich nicht vergessen, ich gehöre auch noch zu dem Essen. Gleich sagt darauf das Brot, auch mich isst man nicht nur in der Not. Hallo, der Rheinwind dann erklärt, in Kärnten bin ich sehr viel wert. Zusammen mit dem Schinken und dem Ei bin auch ich jedes Jahr dabei. Doch in die Körbe, das ist klar, kommt denn jeder, auch dieses Jahr. Hallo, die Selchwurst dann erklärt, ihr glaubt doch nicht, ich sei nichts wert. Vom Ostertuch werden sie dann verdeckt und bleiben vorerst gut versteckt. Ohne mich, so glaubt denn jeder in der dunklen Pause, schmeckt gar keine Osterjause. In der Kirche folgt der Segen und das Wasser, die Speisen werden immer nasser. Und plötzlich wird es allen klar, ihr Egoismus gar nicht richtig war. Ohne Segen sind wir alle gar nichts wert, der Schinkenweise dann erklärt. Gemeinsam erwägen wir erst die gute Jause, die die Menschen essen dann zu Hause. Das Ei erklärt dann gut belehrt, zusammen erst sind wir was wert. Zusammen sein, so wird jetzt klar, die Botschaft Gottes immer wahr. Ein jeder Mensch dann dabei denkt, nicht nur das Brot wird uns von Jesus geschenkt. Denn Ostern sagt, und das ist richtig, der Glaube, der ist wirklich wichtig. Das Festmahl ist nur ein Zeichen, dass selbst der Tod muss Jesus weichen. Das beste Essen ohne Glauben tut allen doch die Zukunft rauben. All die guten Ostergaben, und zwar den Körper laben, der Hunger aber kommt zurück und ist nicht Garant für unser Glück. Wo wir Ostern wirklich feiern, da bleibt es nicht nur bei den Eiern. Da wächst die Hoffnung auf ewiges Leben und die will Gott uns heute geben. Das braucht der Mensch noch mehr als Brot, besonders auch in Leid und Not. Mit Christus, das Brot des Lebens, wird Gott uns dann auch Zukunft geben. Das wahre Geschenk der Osternacht hat Jesus Christus selbst gebracht. Beim gemeinsamen Mahl wird er erkannt, und das auch heute noch in unserem Land. Der Segen sei dem Fleisch gegeben, die Weihe aber bringt ewiges Leben. Und auch das sei heute klar, Glaube, Hoffnung und Liebe, die gibt's das ganze Jahr. Drum sage ich, guten Appetit und nehmt den Segen Gottes mit. Herr Jesus Christus, du bist für uns gestorben und zum Leben auferstanden. Schenke auch uns dein göttliches Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Kirche, für unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Alois, alle Priester und Diakone und allen Christen, stärke uns im Dienst und schenke uns österliche Freude. Wir bitten dich, erhöre uns. Lass uns wachsen in Gemeinschaft, in geschwisterlicher Liebe und in der österlichen Freude und versammle uns eins zum ewigen Ostermahl. Der du lebst und herrschst in alle Ewigkeit. Amen. Thank you.
Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Thank you.